Wir sind im Fachbereich 8.1, medizinische Messtechnik. Wir sagen auch gern medizinische Metrologie, obwohl das ein bisschen inoffiziell ist. Und wir haben hier einen Schwerpunkt bei der MR-Messtechnik. Wir betreiben einen 3-Tesla-MR-Tomographen. Das wird heute als Hochfeld bezeichnet. Mittlerweile gibt es in der Forschung eine ganze Reihe 3-Tesla-Tomographen, aber üblich sind in der Diagnostik 1,5 Tesla und niedrigere Feldstärken. Die höhere Feldstärke in der MR-Tomographie oder Spektroskopie bringt eine Reihe von Vorteilen, vor allem verbessertes Signal-zu-Rausch-Verhältnis, das heißt bessere Bilder, mehr Information in MR-Bildern, aber auch in meinem Spezialgebiet, muss ich jetzt sagen, der MR-Spektroskopie, eine bessere Auflösung von MR-Spektren und eine höhere Empfindlichkeit. Das bedeutet, dass wir in der MR-Spektroskopie mehr Substanzen, mehr Metaboliten bestimmen können im menschlichen Organismus und mit höherer Empfindlichkeit. Ein Ziel dieser Arbeit in der MR ist die Konzentrationsbestimmung von solchen Metaboliten, also Stoffwechselprodukten im menschlichen Organismus. Wir fokussieren uns hier auf das menschliche Gehirn mit einer hohen Genauigkeit und Richtigkeit. Das heißt, eine de facto PTB-Aufgabe in der medizinischen Messtechnik, die Quantifizierung voranzutreiben. Und wir versuchen, diese Verfahren auch in der wirklichen Welt zu erproben und anzuwenden. Und dazu kooperieren wir mit medizinischen Einrichtungen, vor allem solchen, die forschen. Und da ist es die Charité vor allem, also die Universitätsmedizin in Berlin. Es ist ja das größte Universitätskrankenhaus Europas, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Und da sind es vorwiegend neurologische, aber auch psychologisch arbeitende und psychiatrisch arbeitende Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es ist häufig so, dass diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns konfrontieren mit Fragestellungen, die sehr spezifisch sind, die wir gar nicht bewerten können, wo Metabolitbestimmungen durchgeführt werden sollen, die die Leute besonders interessieren, die sie aus Hypothesen ableiten zu Krankheitsentstehungen, vor allem im Gehirn. Ich habe von der MR-Spektroskopie gesprochen, also der Quantifizierung von Metaboliten. Wir sagen jetzt mal im menschlichen Gehirn, weil das hier unser Fokus ist im Organismus. Und da ist es so, dass in der normalen Spektroskopie man MR-Spektren, also Informationen über Metabolitkonzentrationen, üblicherweise aus Volumina im Gehirn gewinnen kann, die immer quaderförmig sind oder halt würfelförmig. Ist ja eine Unterform des Quaders. Und das bedeutet natürlich, dass man keine anatomische Spezifität erreicht damit, weil ja die Anatomie des Gehirns nun kaum in Quader oder Würfel zu unterteilen ist, sondern man hat sehr viele Kurven und Krümmungen und Strukturen, die ganz und gar nicht geometrisch eindeutig sind. Und das zu verbessern und zu verändern, also anatomisch spezifisch zu werden, das ist eigentlich die Aufgabe, der wir uns mit diesem Thema gestellt haben. Und da sind wir einen wesentlichen Schritt vorangekommen, weil wir durch eine Mehrkanal-Sende- und Empfangstechnik tatsächlich anatomische, definierte Regionen des Gehirns ansprechen und ansteuern können und nur daraus Spektren gewinnen und eben, ich sag mal, störende Anteile damit ausschließen können. Aber natürlich muss man auch den Bereich der biomedizinischen Forschung sehen, die Erforschung der Krankheitsursachen und der Verläufe. Die Korrelation dessen, was wir hier herausfinden, mit zum Beispiel biochemischen Maßen der Klinik und dem Labor, wie die Kliniker so schön sagen, das ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich, zu dem wir hier beitragen.